einer Hunger leiden muss, spricht man zu Recht von Überfluss. Es kommt der Kneifer in die See und Tom die rächende Idee. Genau wie Tom, der ist nicht besser. Der ist im Haus der stärkste Esser. Mich lässt er hungern, ungerührt. Na, wartet nur, wohin das führt. Genau wieder dasselbe. Am Monatsende Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen. Können wir nicht endlich mal was unternehmen, was unser Leben etwas billiger macht? Aber gern. Vielleicht machst du mal einen Vorschlag, wo wir sparen sollen. Das ist ja nicht allein meine Sache. Sieh mal hier. Hundefutter, Katzenfutter, Hundefutter, Katzenfutter, Hundefutter, Katzenfutter. Ach, ja, du solltest doch einen Hund. Richtig, und du wolltest eine Katze. Na also gut, schmeißen wir einen raus. Das ist eine gute Idee. Einer muss gehen. Sie essen einfach zu viel. Gesichtsstraffung. Los, Gary, machen wir diese einfache Gesichtsstraffung. Seht ihr auch, wie lange es dauert, bis es von alleine hält? Vielleicht machen wir mit Schritt Nummer 2 weiter. Weg mit dem Grau! Gib dein Bestes, Jerry! Oh, komm schon! Schritt Nummer 3. Diät, Diät, Diät. Mit gesundem Essen kann man das Alter umkehren, stimmt's? Runter damit! Hast du es versucht, kleiner Freund? Egal, was Ginger sagt. Diese graue Farbe sieht großartig aus. Graue Farbe? Graue Farbe? Mein Fell ist grau geworden, als ich mich morgens am Zaun gekratzt habe. Das heißt, ich bin nicht alt. Na, dann besuchen wir mal diesen Flohbeutel. Hey, Katze, gib meinem Jungen den Ball zurück, oder ich hau dich in die nächste Woche. Mein lieber Tom, ich rate dir, verlache nie ein kleines Tier. Wer seine Gegner unterschätzt, der ist zuletzt oft sehr entsetzt. Thank you.
Einmal muss die Hütte werden, und wenn nicht unten auf der Erde, dann eben oben im Geäst, wo es sich friedlich leben lässt. Abwärts! Was lange währt, wird endlich gut. Wie wohl doch diese Ruhe tut, nach all den Sorgen um das Bauen. Nur, kann man dieser Ruhe trauen? Thank you.
pass auf! Wo ist das Stöckchen? Bring's schön! Ich brenne lichterloh. Dieses Gefühl habe ich noch nie gekannt, Süße. Ich verdanke es dir. Von heute an wirst du das Wichtigste in meinem Leben sein. Mieze, liegst du gemütlich? Das freut mich. Hier, halt mal. Hey, Onkel Jerry, wer ist der neue Hund? Alle Katzen mögen kleine Übungen, ne? Da, siehst du, bringt ihr Blut in Wallung sozusagen. Na schön, du bist dran. Oh. Vielleicht ein letzter Klatscher als Abschluss. Lass uns doch beispielen. Solange ich hier bin, gibt's keine Verbrüderung mit Mietzekatzen. Ich hatte fast vergessen, wie viel Spaß wir immer zusammen haben. Ja, ich auch. Sag mal, Mike, wie lange willst du denn hier bleiben? Mike? Da, Spikey! Noch zwei Knochen, Spikey! Dass du immer wieder drauf reinfällst! Ach, das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Vom Gewinnen habe ich richtig Durst bekommen. Ist etwas langsam, aber er lernt. Ach, das hast du nicht mit Absicht gemacht, oder? Dann, lass dir das eine Warnung sein, klar? Er wird nie wieder Drinks verschütten. Thank you.
beraubt des Schutzes meiner Bimmel, da lebte Tom jetzt wie im Himmel und ließ sich stundenlang bedienen. Das war nicht leicht, das sage ich Ihnen. Oho, die Hunde sind die Leinen los. Die Freude, die ist riesengroß. Zweierlei. Zum ersten, nichts ist zweifelsfrei. Zum zweiten, Tom hat kein Niveau. Und das ist ohne Zweifel so.